Julia. Wieder angewiesen und herzlich willkommen zu Clickbait, hier bei Fisch 2019. Geschichten sind sehr schön und der Film ist ein perfektes Medium für Geschichten, aber muss es immer oberflächliche Unterhaltung sein oder darf es manchmal ein bisschen mehr? Zum Beispiel Rassismus als Horrorfilm oder kann man sich in einer Telefonstimme finden? Der Film hat die Möglichkeit, uns Situationen zu zeigen und zu erschaffen, die man sonst nicht in denen begegnen würde. Aber muss das sein? Steht die Botschaft vielleicht manchmal dem Film auch im Weg? Get active! Wir haben ein paar Leute auf der Bühne und die werden sich zu dem Thema jetzt noch ein bisschen unterhalten. Ja, vielen Dank, Nuno, und auch von mir ein herzliches Willkommen in der dritten Runde Clickbait und in der Runde mit dem Titel Get Active, und wir wollen ein bisschen diskutieren, was Mudo schon angedeutet hat. Botschaften im Film, Botschaften im Spielfilm, manchmal ist es auch der Holzhammer, der uns irgendwie überrannt. Was ist das alles? Wie geht's vielleicht auch anders? Lass mal diskutieren. Aber bevor wir das tun, habe ich noch ein, zwei kleine Dinge, die ich loswerden möchte, denn ich möchte euch erstmal erklären, wie das hier funktioniert. Wir werden jetzt nämlich eine Stunde lang mit diesem Mikrofon, die auch noch vor uns sind, und mit Kameras, die auch auf uns gerichtet sind, und mit Licht, das auf uns gerichtet ist, ins Internet hineinreden und hineinscreenen. Und nach dieser Stunde wird es hier eine Abmoderation geben und dann ist auch das Licht aus. Und der Schalter wird unbelegt, dann ist nämlich das Internet aus, aber wir hier im Saal werden weiter diskutiert und das dann eben ohne Aufnahme und ohne Internet und auch ohne Radio. Denn diese Sendung wird auch jetzt gerade live im Radio Logo zu hören sein. Und auch an dieser Stelle herzlich willkommen an alle, die uns im Radio hören. Gab es ein bisschen Feedback zu den Clickbaits gestern. Das war manchmal ein bisschen schwierig mit der Technik, ein bisschen im Stream mit der Lautstärke. Also wenn ihr jetzt da draußen an den Empfangsgeräten sitzt und merkt, na, das ist alles irgendwie noch ein bisschen leise oder was auch immer, dann sagt es gerne, schreibt es gerne auf Facebook und dann kann entweder Mudo oder unsere wunderbare Technikabteilung ein bisschen was noch in den Reglern drehen und es vielleicht noch ein bisschen besser machen. Aber dazu müssen wir das wissen, also meldet euch sehr, sehr gerne, was das angeht. Dann könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr inhaltlich irgendwie was zu erzählen habt. Das geht dann auch direkt an Mudo, der wirft uns dann hier die Bälle auf die Bühne. Und falls ihr im Saal auch Bock habt, irgendwie mitzureden, dann geht ihr auch zu Mudo rüber und Mudo winkt schon mit einem Mikrofon. Und dann könnt ihr auch mitreden. Also wer im Saal ist, kann und darf auch gerne reden. So, dann nähern wir uns langsam mal ein Thema. Und zwar will ich einmal jetzt kurz sagen, wer ich bin. Ich bin Christian Steiner und ich mache das, was ich am liebsten tue. Ich rede mit Menschen und ich rede über Filme. Normalerweise mache ich das auch im Internet als Podcaster im Rahmen der Second Unit, und da geht es eigentlich gar nicht so sehr um das Thema Aktivismus bisher, deswegen bin ich sehr gespannt, was wir hier so auf der Bühne alles ausarbeiten werden. Ich bin nicht alleine auf der Bühne, ich habe wunderbare Gäste, ich fange einfach mal jetzt meine Rechten an, und zwar ist das einmal der Mirko Muschow und der Jan Kaltenbach. Ihr zwei habt einen Film mitgebracht, der lief auch schon im Wettbewerb, Zahme Tierchen, da gleich auch noch einen kleinen Ausschnitt von sehen. Erstmal herzlich willkommen, ihr beide. Dann ebenfalls zu meiner Rechten zu Rux, Regisseurin und Jurorin aus dem letzten Jahr hier beim Fisch. Und dann zu meiner Linken Mathea Medet, Schauspielerin und dann, ja, ich glaube zum ersten Mal auf dem Fisch, oder? Ja. Herzlich willkommen. Und dann ebenfalls zu meiner Linken Lena Britt-Hansberg, Filmemacherin. Du hast das Fisch eröffnet im Rahmen des Films Weltmutter und du hast auch ein bisschen so die Idee zu diesem Panel, glaube ich, gepitcht und hast hoffentlich so die Redebedarf mit mir und mit uns über das Thema zu sprechen. Wir haben auch einen kleinen Clip von den erwähnten Filmen, die wir mal ganz kurz hier auf die Leinwand werfen. An dieser Stelle fürs Radio. Ihr werdet das jetzt nicht sehen können, weil ihr seid ja im Radio. Aber für den Abend ist es schon. Ich schalte das ab. Du bist wichtig. Du bist Tango? Okay. Ich bin Bravo. Ich stehe jetzt mal hin. Aber, ja,
Was studieren? Was soll ich studieren? Was studieren? Ich hatte keine Ahnung, was ich studiere. Medienkunst? Medienkunst, Mann. Keine Fünf. Genau, das war ein Ausschnitt aus Zahnmetierchen. Ich fange auch gleich mit euch beiden an. Ihr müsst euch das Mikrofon noch schnappen, das ist noch hier so für den Saal gedacht. Das ist alles ein bisschen problematisch an dieser Stelle mit Mikrofon. Aber erzählt doch mal, ihr beiden, ich fange mit an. Jano, wie ist es denn mit Botschaft und Unterhaltung? Ist das ein Widerspruch? Also meiner Meinung nach auf keinen Fall. Ja, da geht es ja schon los. Also wird es direkt loslegen. Ich will direkt erstmal euch alle wach machen. Ja. Alle wach machen. Also natürlich ist das kein Widerspruch. Botschaft und Unterhaltung schließt sich meines Erachtens nach überhaupt nicht aus. Und ja, ich würde auch sagen, eigentlich jeder Film hat eine Botschaft. Dementsprechend jeder unterhaltende Film. Und auch bei Unterhaltung kann man ja schon wieder definieren. Weil es ist eine Definitionsfrage, was ist da wirklich Unterhaltung? Es ist, wenn ich einfach sage, der Film hat irgendwas in mir ausgelöst, oder muss es besonders, also lustig ist ja auch oft eine Definition von Unterhaltung oder andersrum. Aber ja, also nein, es ist überhaupt kein Widerspruch für mich. Ja, komm, bitte. Englisch schon. Also am besten ist eigentlich, man kriegt es während des Filmguckens gar nicht so richtig mit, dass da versucht wird, dir eine Botschaft irgendwie zu übermitteln. Es gibt dieses. Wir kommen aus Weimar, wir müssen sagen, dieses coole Goethe-Zitat. Man erkennt die Absicht und man ist verstimmt. Und das geht mir beim Film tatsächlich oft so, dass ich denke, eigentlich gehe ich voll mit bei dem, was mir da eigentlich gerade suggeriert werden soll. Aber es nervt mich, dass es mir einfach so in die Nase geschoben wird. Und man entwickelt dann so eine Anti-Haltung dem Film gegenüber. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Also denke ich, Botschaft und Film funktionieren gut miteinander, wenn es mit Sachverstand gemacht wird und subversiv irgendwie in den Film eingebaut wird. Also willst du den Holzhammer nicht spüren? Du willst nicht auf die Kopf hauen werden mit der Botschaft? Jo. Obwohl das ist eben immer dieser schmale Grat bei dem Pathos. Wenn man das richtig macht, funktioniert das zu 100%. Und wenn es schon nur eine kleine Verschiebung gibt, findet man es ganz unangenehm. Also da braucht man vielleicht echt diesen Pathos-Skill, den man vielleicht hat oder eben nicht. Lena, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, kann Film leisten, von Botschaften zu vermitteln, also im Vergleich vielleicht auch irgendwas anderes? Das ist sicher abhängig vom Menschen, der sich das anguckt. Also wie zugänglich man für was ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass Film ein unglaublich wichtiges und gutes Medium ist, um sowas zu vermitteln, weil wer halt mit Musik, mit Sprache und mit Bildern arbeiten kann und so viele Möglichkeiten haben. Und mich erreicht Film sehr gut. Also ich will mich sehr gut darauf einlassen. Es gibt sicherlich Menschen, die das eher im Theater erleben. Aber ich denke, dass Film, ja, es ist leicht zugänglich. Man kann es sehr gut verteilen. Du kannst es im Internet spreaden. Du hast einfach die Möglichkeiten, das rauszuhauen. Auch klar ist halt die Frage, was für Möglichkeiten man hat. Aber mittlerweile ist es ja tatsächlich gar nicht mehr so schwer, auch mit kleinen Mitteln was zu machen, ohne jetzt da mega viel Geld reinzustecken. Es kommt halt nur davon, ob man es will und wie sehr man es will. Ich denke schon, dass das, also für mich ist es das beste Medium, deswegen habe ich es dann auch ausgewählt. Zora, wie stehst du dazu? Es gibt ja manchmal so Aussagen, die so sagen, naja, das hat er ja gar nicht irgendwie im Film oder im Unterhaltungsfilm zu suchen. Also vielleicht noch weitergehen, als diese sicherlich im Holzhammer spüren, aber ach, ich will doch eigentlich gar nicht nachdenken. Ich will doch nur unterhalten werden. Ich will meinen Kopf ausmachen. Popcorn-Schale auf den Schoß nehmen. Was hat Aktivismus oder Politik oder Gesellschaft, was hat das im Film überhaupt zu suchen? Was würdest du dazu sagen? Ich finde, es gibt da immer zwei ganz interessante Unterscheidungen zwischen Beobachten und Erzählen. Und ich selbst persönlich in meinen Filmen tendiere mehr zum Beobachten und nicht zum Erzählen. Und finde irgendwie immer sehr spannend, wenn man eben gerade, wenn es um politische Filme geht, wenn man verschiedene Sichtweisen zeigt und eben nicht diesen Holzhammer, wie gesagt, rausholt. Weil das ist dann halt kein politischer Film, sondern ein Propagandafilm, würde ich sagen. Wenn man halt einen Film hat, der eine ganz klare Botschaft hat und die Erzählmittel und die Emotionalisierung oder Dramatisierung benutzt, um die Botschaft zu bringen, dann ist es im Prinzip ja ein Propagandafilm. Da muss man sich fragen, möchte man einen Propagandafilm machen? Also kann natürlich jeder für sich entscheiden. Aber würde ich jetzt, glaube ich, für mich nicht unbedingt machen wollen.
und genau, deswegen wäre ich da immer eher auf der Seite vom Beobachten und nicht unbedingt auf der Seite vom Erzählen. So. Auch schon mal eine spannende Unterscheidung, die wir vielleicht nachher noch mal aufgreifen können. Matthias, wie sieht das eigentlich aus? Also wir reden jetzt über so Sachen wie Aktivismus, das werden wir gleich auch noch mal erklären, was eigentlich diese ganzen Sachen meine Gebiete sein. Aber so Stichwort Aktivismus im Film, aber man kann ja auch fragen, was für Aktivismus ist denn außerhalb des Films, rund im Film vielleicht notwendig, gerade in der Filmbranche. Also da läuft ja auch nicht alles so rund und alles so super. Gibt es vielleicht auch Dinge, die sich im Rahmen von Filmproduktion ändern sollten? Hinter der Kamera. Fällt dir das was ein? Für mich ist die Art und Weise, was für Filme gemacht werden und auch wie sie gemacht werden, immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Also wie funktioniert die Gesellschaft? Und ich bemerke in unserer Gesellschaft, dass sehr viele Leute nicht mündig handeln. Also eher mitlaufen und bestimmte Strukturen, die schon bestehen, weiterhin betätigen oder bekräftigen. Und sehr viele meckern, wie die Ziegen auf der Wiese oder wer auch immer da meckert, aber keiner macht eigentlich was. Doch, es machen sehr viele was, aber das verläuft sich so schnell. Und ich finde, ich glaube, man muss mit einem anderen Ansatz daran gehen, weil Freiheit, wenn wir zum Beispiel auf die Geschichte gucken, dann ist es egal, ob man Kunst macht oder ob man einen Alltag hat. Freiheit muss man sich immer wieder erkämpfen. Freiheit wird dir nicht geschenkt. Und ganz viele hören auf zu kämpfen oder beschweren sich dann nur noch über die Förderungen. Und es gibt, man muss radikal werden. Man muss sich sämtliche Ressourcen nehmen und man muss sich das nehmen, was einem auch zusteht. Also auch im Rahmen der Filmproduktion schon. Im Film schaffen muss man schon radikal werden. Natürlich. Werner Herzog hat ja damals, der hat ja damals erzählt, wie er eine Filmkamera geklaut hat. Von der Schule. Und er hat es so gemeint, dass er es nicht geklaut hat. Er hat es nicht genommen, weil er es gebraucht hat. Und genau so muss man voranschreiten, glaube ich. Man muss sich Sachen ganz radikal nehmen. Und man muss sich aber auch, glaube ich, wenn man so arbeitet, erstmal mit sich selbst desinfizieren. Unfuck yourself. Und sich selber auch irgendwie politisieren und sich selber auch überlegen, wie soll die Welt ausschauen, in der ich leben will und was mache ich dafür? Lena, wie siehst du das? Wir sollten gleich anfangen, erstmal ein bisschen so diesen Begriff Aktivismus ein bisschen einzugrenzen, ein bisschen einzudämmen. Du hast das Panel ja auch so ein bisschen dir überlegt, das Thema überlegt. Was meinst du denn, wenn du von Aktivismus sprichst oder aktivistischen Filmen? Also ich glaube, dass viele, wenn es um Aktivismus geht, relativ schnell in Richtung Politik denken. Das muss für mich gar nicht unbedingt sein, obwohl natürlich Politik auch irgendwie in allem drin hängt, beziehungsweise alles in der Politik drin hängt. Aber wenn ich über Aktivismus nachdenke, hat das für mich unglaublich viele Facetten. Deshalb habe ich das Thema auch so interessant fand, weil man muss nicht unbedingt eine politische Botschaft nehmen, um aktivistischen Film zu machen. Zum Beispiel, es gibt ja auch unglaublich viele generell gesellschaftliche Themen, auch im Kleinen. Für mich ist Aktivismus immer eine Form des ein Thema, ein Feld, etwas, das dir wichtig ist, das vielleicht zu kurz kommt, das du ändern möchtest in irgendeiner Art und Weise. Und versuchen eben das tatsächlich auch zu ändern durch zum Beispiel einen Film und zwar mit klaren, also es, für mich ist Aktivismus immer etwas sehr Klares, es muss etwas sehr Deutliches sein, damit die Leute das auch mitbekommen. Steckt da sowas wie Forderungen drin? Also sozusagen aktivistische Filme fordern etwas heraus, wollen etwas ändern? Ich denke, sie fordern auf jeden Fall zum Nachdenken heraus. Ich bin mir sicher, ob aktivistische Filme, da sind wir dann natürlich wieder beim Holzhammer, auf jeden Fall klar sagen, wir wollen das und das und so soll sich das ändern. Aber es gibt sicherlich auch Filme, die so subtil aktivistisch angelegt sind oder irgendeine Botschaft drin haben, die einen aktivistischen Mehrwert hat, dass sie zumindest den Zuschauer dazu verleiten, dass er anfängt, über ein gewisses Thema anders nachzudenken als vorher. Und das halte ich auch schon für Aktivismus, weil das fängt alles im Kopf an. Klar, also es fängt halt im Kopf an. Wie sollen wir denn etwas ändern, wenn wir nicht zumindest einen kleinen Samen setzen irgendwo? Und wie sieht das aus im Zuhörer? Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen das angedeutet, du hast gesagt, Propaganda-Film, aber im Vorgespräch im Brainstorming hatten wir das immer als Holzhammer bezeichnet, also dieses Gefühl von, ich werde jetzt hier von einer Botschaft erschlagen. Wie umgeht man dieses Gefühl? Also wie schafft man
ist, einen Film zu machen, der fordert oder der Dinge will, der vielleicht zum Nachdenken anregen will, aber eben nicht bekommt einen Schritt dabei. Ich denke, das ist eigentlich wie bei allen Sachen im Leben, es gibt immer mehrere Sichtweisen auf alles. Und das ist ja häufig so, auch wenn wir jetzt hier diskutieren, dann werden da am Ende mehrere Sichtweisen und wenn wir noch das Publikum dazu nehmen, kommen noch mehr Sichtweisen dazu. Und ich denke, wenn man sich dafür einfach, wenn man dafür offen bleibt, wenn man jetzt herangeht und sagt, ich möchte einen Film über etwas machen und man hat vielleicht manchmal am Anfang, also man muss ja mal gucken, woher kommt der Ansatz, dass man sagt, man möchte jetzt diesen Film machen. Möchte man einen Film darüber machen, wie blöd Hunde sind, weil man vom Hund gebissen wurde oder so, weiß ich nicht, blödes Beispiel. Aber so, und dann fängt man an, einen aktivistischen Film sozusagen einen Anti-Hunde-Film zu machen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, was jetzt vielleicht, obwohl der Hund kann sich nicht beschweren, wenn ich sowas sage. Und da muss man natürlich gucken, wenn man sozusagen den Hund aus der Perspektive einer Katze macht, man kann natürlich auch den Hund aus einer Perspektive drehen, den Film aus einer Perspektive drehen. Und so denke ich, ist es immer wichtig, dass man sich immer selber hinterfragt, was ist denn mein Anliegen gerade und warum möchte ich diesen Film machen? Und das kann man ja benutzen, aber das halt noch irgendwie erweitert mit anderen Sachen. Weil sonst wird es meiner Meinung nach Propaganda, wenn ich einfach nur gegen den Hund bin, weil ich gerade sage, und dann wird es halt auch auf diese unangenehme Art Botschaft oder Propaganda, denke ich. Also wenn man spürt, dass es eigentlich mein eigener Groll ist. Also, Entschuldigung, ich habe nichts gegen deinen Hund. Ich aber ist nicht auch dieser Groll dann etwas Positives, was überhaupt erstmal den positiven Film zu machen oder sich mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen? Ich denke, das ist vielleicht ähnlich wie mit einem Klischee. Man kann mit einem Klischee anfangen, aber man sollte nicht mit einem Klischee enden. Und genauso kann man mit dem Groll anfangen. Man sollte nicht damit enden. Also es ist gut, den sozusagen als so eine Art Kickoff zu haben und diese Energie zu nutzen und dann aber da ein bisschen vielleicht länger drüber nachzudenken. Matthäa, wie ist das für dich, wenn wir dabei sind, diesen Holzhammer zu definieren? Was gibt es denn so für Dinge, die dir einfallen, die in diese Richtung Groll, in diese Richtung Propaganda gegeben werden, mit den Augen und sagst, das ist sowas, was kann ich im Kino nicht sehen oder auf der Leinwand nicht sehen? Würde dir etwas zu ein? Nö, überhaupt nicht. Ich finde alles super interessant, vor allem Til Schweiger, weil ich finde, dass er auch ein sehr gutes Abbild unserer Gesellschaft ist und vor allem wie bestimmte Menschen unsere Gesellschaft sehen. Wenn ich in so einen Film gehe, dann muss ich nicht mehr zum Psychiater gehen. Ich bin gut, mir geht's gut, meine Ohren haben eine schöne Musik gehört. Ich habe eher das Gefühl, dass bei gewissen Filmen, egal von welchen Schauspielern, aber manchmal das Gefühl, ich muss tatsächlich zum Psychiater gehen. Wenn ich einen Film gesehen habe. Kinder studieren, das hilft immer. Nee, aber im Ernst, also es gibt direkt nichts ein oder keine Klischees oder keine Stilmittel oder Botschaften, Art der Botschaft, Vermittlung im Film, bei denen du einfach sagst, das ist dieser Holzhammer, das ist diese Keule, die mich hier schwingt. Ich kann nichts erschlagen aus mich selbst und wenn ich etwas sehe, was bei mir Augen- und Ohrenkrebs auslöst, dann nehme ich das und versuche das irgendwie, versuche dann selber einen Film darüber zu machen, vielleicht eine Komödie oder versuche ein Lied darüber zu machen oder versuche einen Artikel darüber zu schreiben oder bestimmte Sachen in ein Theaterstück zu bringen. Ich finde es eher lustig und ich finde alles, was da ist, Revolution löst immer Konterrevolution hervor. Man kann keine Revolution machen, wie Heiner Müller schon gesagt hat. Herr Müller fängt mit dem tollen Satz, der kleine Viktor hat Revolution gespielt. Man kann Revolution nur spielen. Das wird dann so dieses Unendlichkeitsding. Ich glaube, man muss das System hacken. Man muss eine Alchemistin werden, man muss alles, was man sieht, wo man wirklich denkt, okay, jetzt kriege ich Durchfall, muss man nehmen und man muss es umtransformieren in etwas anderes. Und deswegen bin ich für alles dankbar, für jeden Til Schweiger-Film, für RTL 2, weil das so Dinge sind. Es gibt mir so viel Input. Wenn ich das sehe, bei mir schwimmt alles an und ich denke mir, geil, wie geil ist das denn? Das nehme ich jetzt und jetzt, keine Ahnung, mache ich mal einen kleinen Spot und setze ihn auf YouTube. Dann gucke ich mal, was passiert. Aber weil du das genau diesen Groll nicht auslöst, den wir gerade schon hatten. Da gibt's also, du sagst ja nicht geil, weil es geil ist, sondern. Ich finde es lustig. Aber ich finde das versuchst du ja genau. Ich bin ja kein Fisch, ne? So. Aber es ist nicht so, dass ich mir denke, schlimm oder das macht mich jetzt wütend oder es löst mir Groll aus. Ich denke mir einfach nur, super Material,
genau das ist die Gesellschaft. Schaut alle hin, schaut euch diesen Plastikdreck an. Alle gucken in eine Plastiktüte und hoffen, da kommt irgendwas raus, aber dann ist es nur Fakio Goethe-Glitzer oder so. Mirko, du hast es vorhin auch schon angesprochen, diesen besagten Holzmann, fallen dir Dinge ein, die dich zum Augenrollen bringen oder zum Kino verlassen oder Elemente und Momente, die dir einfach zu viel sind? Ja, da würde ich gleich drauf eingehen. Ich finde es erstmal interessant, dass du das so in dich aufsaugen kannst und irgendwie katalysieren kannst. Aber ich glaube, was echt schwierig ist, ich kenne niemanden, der wirklich sagt, boah, Til Schweiger, Matthias Schweiger, weil das ist voll mein Ding. Und ich kenne aber auf der anderen Seite so viele Menschen, die das ironisch konsumieren und die dann sagen, haha, da wird sich Til Schweiger aber ganz schön ärgern, wenn ich ins Kino gehe, seine Filme gucke und ihn dann blöd finde. Aber ich glaube, man darf vielleicht nicht vergessen, dass man als Konsument, der Geld ausgibt, indem man dann im Kino einen Film sieht, egal ob ironisch und egal ob man dann nachher aus dem Film rausgeht und sagt, das nehme ich jetzt filmanalytisch mal auseinander und das ist alles aber ganz problematisch, ob das die Leute interessiert, denen man das Geld dann zuschiebt. Diese Filme, die sollte man alle illegal konsumieren. Das ist ein klares Statement. Okay, möchtest du was dazu sagen? Nein, ich wollte mal sagen, also ich finde, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon sehr viele Menschen gibt, die diese Filme auch ernsthaft gucken und auch sagen, Til Schweiger hat wieder, also ich kenne Leute, die das sagen, die sagen, Matthias Schweiger oder was weiß ich, wer auch immer, wenn wir jetzt dann diese Sparte einnehmen, sagt, das war ein guter Film und ich habe einen guten Film gesehen und im Fernsehen laufen auch solche Filme, die vom Publikum dann als gut gesehen werden. Das ist, also man darf halt nicht vergessen, dass wir da auch auf einem, finde ich, anderen andere Niveau irgendwie das Ganze betrachten und da ganz anders rangehen, aber jetzt ist jetzt auch diese Blöde, das ist jetzt fast das RTL-Beispiel, aber irgendjemand, der abends nach Hause kommt und sich vom Fernseher setzt, diese Leute, die ins Kino gehen, gucken eben auch Til Schweiger-Filme vielleicht, einfach um sich sozusagen, dann kommt wieder dieses Berieseln, aber um sich berieseln zu lassen. Also ich wollte noch mal sagen, das gucken immer schon sehr viele Menschen und auch nicht alle gucken das ironisch oder so und vor allem finden das auch viele gut. Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass alle das so nicht immer einfach nur sagen. Aber, ja. Ich wollte nur noch mal dieses Vote with your wallet rausholen, dass man nicht vergessen darf, dass wenn man etwas kauft, egal mit welcher Intention man es dann halt trotzdem kauft. Aber nochmal zurück zu dem Augenrollen. Ich glaube, womit man dann vielleicht diesem Propagandagefühl oder diesem Holzhammergefühl entgehen kann, ist einfach eine gewisse Ambivalenz im Film zu behalten, obwohl das auch trügerisch sein kann. Man kann natürlich auch einen scheinbar ambivalenten Film machen, der dann aber eigentlich eine ganz schlimme Botschaft irgendwie etwas subversiver transportiert. Also es ist an sich einfach nur ein gutes Stilmittel, das moralisch aber, glaube ich, erstmal neutral ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an so einen Film wie 12 Years a Slave, wo man wirklich nach 2,5 Stunden voll erschöpfen aus dem Kino kommt und sich denkt, okay, ich verstehe die politische Position des Films, ich habe sie schon nach 15 Minuten verstanden, dann war ich nach einer Stunde erschöpft, dann dauerte der Film noch eine Stunde und ich wollte ihn nicht mehr sehen und irgendwann gehe ich aus dem Kino und habe keine Lust mehr, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil einem dasselbe immer und immer wieder ins Gesicht geschlagen wird. Und dann auf der anderen Seite ist ein Film wie Die Farbe Lila von Steven Spielberg, der das Thema irgendwie mit, wenn man das sagen kann, wenn es um Sklaverei geht, mit Humor irgendwie anfangen, mit ein bisschen Ambivalenz. Es gibt gute weiße Charaktere und schlechte schwarze Charaktere. Ein Film, der ein bisschen bedeutungsoffen ist zumindest und dich ein bisschen zum Andenken, zum Nachdenken anregt, ist, glaube ich, etwas, das helfen kann, zumindest diesem Gefühl vorzubeugen, dass man ja gerade manipuliert wird, auch wenn man es natürlich trotzdem will. Ich will nochmal bei dieser ganzen Til Schweiger, da will ich nochmal einhaken, also ohne dass wir jetzt irgendwie zu sehr auf Til Schweiger persönlich runterzubrechen, aber wir waren ja schon irgendwie beim Mainstream angekommen. Die Filme, hat er ja auch gesagt, werden von vielen Menschen geguckt. Ich kann mich auch daran erinnern, ich habe den Film nicht gesehen, Honig im Kopf, war ja auch irgendwie so eine Schweiger-Produktion über Demenz. Der ist in meiner Familie sehr positiv aufgenommen worden, so nach dem Motto, endlich mal das Thema auf der großen Leinwand und zumindest laut meiner Familie irgendwie auch angemessen irgendwie umgesetzt. Aber in die Richtung wollte ich halt auch mit euch gehen. Also der Mainstream kann ja auch Botschaften irgendwie vermitteln. Wir haben jetzt auch in den letzten
Monaten so im wirklich ganz großen Hollywood-Kino mit Marvel-Superhelden-Filmen, Black Panther, der erste große schwarze Superheld, der die Kinokassen kennen lässt, Captain Marvel dieses Jahr die erste Superheldin im Genre. Und viele sitzen daneben und applaudieren und sagen, ja, endlich. Welche Heldin ist bei Marvel? Captain Marvel ist jetzt dazu gekommen und halt eben auch in einem großen Film, nicht nur in der Nebenrolle irgendwie, sondern zentral auf dem Poster, nach 11 Jahren, vielleicht auch ein bisschen spät, aber es funktioniert und es ist da, es wird von vielen Leuten geguckt und eben auch von vielen applaudiert als, hey, das ist doch ein Zeichen für Gleichberechtigung und endlich dürfen die Frauen ja auch das Universum retten. Geht das überhaupt? Also ist das überhaupt legitim, diesen großen Film so etwas irgendwie anzuschreiben? Darf ich sagen? Ja, natürlich. Erstens, glaube ich, leben wir in einem absoluten kapitalistischen System, was ja auch wirklich nicht schlimm ist. Ich bin keine Marxistin oder so. Ich bin ja Utopist und Anarchist, aber es ist ja auch eigentlich scheißegal, was ich bin. Worum es eigentlich geht, der Kapitalismus dahinter hat immer bestimmte Themen, die im Underground dann auf einmal populär geworden sind. Dann gibt es einen Aufschrei, teilweise in der Gesellschaft. Und dann nehmen sich bestimmte Leute diese Themen, sowas wie Feminismus oder Rassismus, und benutzen sie dann, um dann irgendwie zeitgerechtere Filme zu machen, was aber absoluter Pseudoaktivismus ist und was absoluter Bullshit ist, weil Captain Marvel will nicht über Feminismus reden. Es gibt einen Unterschied zwischen weißem Feminismus und dem Feminismus der POC-Frau. Oder wenn wir zum Beispiel Wonder Woman nehmen, ich meine, in diesem Film, wo alle vorkommen, wie heißt der nochmal auch von Marvel? Da sind Avengers. Genau, da ist halt eine Frau dabei. Alter, ich kann gerade mal, ihre Schamlippen sind gerade mal gedeckt. Alle anderen sind ganz angezogen. Und der eine, der ausschaut wie ein Ausländer, das ist halt dann auch der Wilde. Diese ganzen Stereotypen, die sind immer noch da. Sie werden bloß diplomatischer verpackt. Das heißt, wenn sie anfangen, jetzt irgendwie politische Filme zu machen, ist die Essenz dessen, die wird vollkommen wegradiert. Es ist alles oberflächlich. Was letztendlich auch im Kapitalismus so ist. Alles ist irgendwie oberflächlich und geht nicht in die Tiefe. Und außerdem, wenn man wirklich Filme machen will für Feminismus, gegen Rassismus, Gleichberechtigung, dann sollte man im Team anfangen. Und auch mit der Bezahlung und mit diesen ganzen Sachen. Und es reicht nicht aus, dass einmal dann ein Film mit einer weißen Superheldin da ist. Fuck that shit. Weißt du, die nächsten 10 Jahre sollen bitte alles nur Superheldinnen sein. Wenn sie wirklich was verändern wollen. Wollen wir stimmen? Ja. Ich glaube, es funktioniert nicht. Okay. Dann habe ich das gemacht. Vielleicht ist es wieder jetzt doch nicht. Ja, nein, vielleicht. Nee, jetzt doch. Vor allem stimmt halt nicht, dass Captain Marvel jetzt die erste weibliche Superheldin ist, dass die weiblichen Ghostbusters jetzt irgendwie das feministische Fanal sein sollen. Ich meine, wenn man sich die Actionfilme der 80er Jahre anguckt oder so, hat eine weibliche Hauptdarstellerin. Terminator, Sarah Connor, ist die weibliche Hauptdarstellerin. Jetzt kommt im Jahr 2019 Captain Marvel um die Ecke und sagt, so, wenn ihr richtige Feministen seid, dann geht ins Kino und schaut euch Captain Marvel an. Wonder Woman hat dasselbe vor einem Jahr gemacht und davor waren es die Ghostbusters. Und vor allem, dann finde ich es so schlimm, dass man mundtot gemacht wird in der Filmkritik, indem man sagt, okay, entweder ihr findet die weiblichen Ghostbusters gut oder wenn ihr sie nicht gut findet, dann doch sowieso nur, weil es Frauen sind. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, es ist kein guter Film. Und eine weibliche Besetzung schützt einen Film nicht davor, am Ende doch vielleicht kein guter Film zu sein. Und dann ist auch immer eine männliche Besetzung Film nicht gut. Das sind einfach unterschiedliche Kriterien, um die es da geht. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie lange man das noch behaupten können wird, dass der nächste feministische, pseudo-feministische Film jetzt wieder das Geh ins Kino und Zeitflagge für die Frauen, wie lange man das noch können wird. Mhm. Ich würde da gerne was dazu sagen. Ich finde, es gibt halt auch einen unterschwelligen oder vielleicht unbeabsichtigten Sexismus. Das fällt einem immer wieder auf, wenn man zum Beispiel Serien wie Bad Banks hat, irgendwie eine weibliche Hauptfigur, dann geht man mit der so mit. Man denkt erstmal, ja, super, es ist hier für Gleichberechtigung und so. Und dann kommt es dazu, dann hat sie sich in einen Typen verliebt. Und dann gibt es eine Sexszene und was sieht man? Ihren Po. Warum sieht man ihren Po? Warum sieht man nicht seinen Oberkörper? Und das sind halt Sehgewohnheiten. Diese Sehgewohnheiten sind so sexistisch, dass man die Frau als Objekt sieht, wenn man Sexszene zeigt. Und den Mann, von dem Mann sieht man vielleicht sein Gesicht. Ja, hat man von ihm nicht gesehen. Und von der Frau sieht man die Brüste und den Po.
Aber wenn die Frau die Hauptfigur ist, dann denkt sie doch nicht, wenn sie mit dem Typen schläft, wenn sie die ganze Zeit versteht an ihrem Po. Wie soll sie denn selber an ihren eigenen Po, den kennt sie aus der Dinge. Das macht doch keinen Sinn. Also, und da muss man das sowas irgendwie hinterfragen. Da weiß ich nicht, warum passiert sowas? Warum sind da so Sehgewohnheiten so drin, dass man einfach denkt, der weibliche Körper ist der Schöne? Oder warum, wie kommt man auf die Idee, dass man die Frau zeigt? Also, ja, geht das in die Richtung, was Matthias gerade meinte, dass hinterher der Kamera immer noch ungleiche Verhältnisse herrschen und dann vor der Kamera die Frauen, die feministische Beraterrolle spielen, um das Produkt vielleicht noch zu vermarkten, aber hinter der Kamera dann doch einen Haufen Männer die Kamera führen und die Regie führen und das Drehbuch schreiben und alles andere quasi machen. Vielleicht ist das genau das, was Matthias gerade meinte. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, welcher Film das war, aber ich weiß, dass Marvel vor kurzem doch mal nachgedacht hat, eine weibliche Regisseurin für einen der kommenden Filme zu engagieren. Und die wurde dann im Gespräch, als es dann darum ging, ob sie dann dafür genommen wird oder nicht, gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen braucht, die Action-Szenen würden nämlich schon andere übernehmen. Und sie dann auch gesagt hat, ich hätte das echt gerne gemacht, aber eigentlich auch wegen der Action-Szenen, weil ich habe halt Bock darauf. Und das sind halt so Sachen, wo ich finde, ja, da gibt es viele Beispiele für, glaube ich. Und dann ist es unglaublich schwierig, weil ich möchte nicht jemanden, nur weil er nicht einer bestimmten Minderheit oder einer bestimmten Gruppe angehört, verbieten, Geschichten anderer Menschen zu erzählen. Aber es ist ja immer die Frage, wie viel kann man denn von einer Perspektive einnehmen? Also wie viel kann ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau einen Film über ein schwules Pärchen schreibe, kann ich das? Also kann ich das wirklich erzählen. Ich kann mich vielleicht ansatzweise reinversetzen, aber vielleicht sollte ich dann auch lieber gucken, ob ich mich dann nochmal mit Leuten zusammensetze, die das irgendwie durchgemacht haben, wenn es da irgendwie um was Schlimmes geht. Ich weiß nicht, das ist, finde ich, ziemlich schwierig. Und natürlich steht und fällt dann ein Film auch mit der Perspektive. Und ich bin kein Verfechter davon zu sagen, dass es eine männliche und eine weibliche Perspektive gibt, weil ich dieses Bild kommt. Dass ich irgendwie bescheuert finde, weil ich mir nicht sicher bin, ob nur weil ich eine Frau bin, die Welt anders sehe. Ich glaube zwar, dass ich natürlich gewisse Einschränkungen habe, weil ich von außen anders wahrgenommen werde. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in einen Raum reinkomme, zum Beispiel, ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Fußballzeitschrift und immer wenn wir Redaktionssitzungen hatten, wusste ich einfach, wenn ich ins Raum reinkomme, dann bin ich zuerst halt die Frau und dann werde ich als Mensch wahrgenommen. Einfach weil es nur Männer waren da drin und man hat an der Art, wie sie mit mir umgegangen sind, gemerkt, dass es halt das grundsätzlich erstmal dieses Bild der Frau vor und dahinter kam dann erst der Mensch. Und das passiert beim Film tatsächlich auch ziemlich oft, weil es halt gerade hinter der Kamera doch recht männerdominiert ist. Und es ist auch gar nicht so einfach, ein weibliches Team zusammenzukriegen, vor allem wenn man kein Geld hat. Also für meinen nächsten Film hatte ich die idealistische Vorstellung, ich möchte mit einem weiblichen Team drehen. Und ich weiß überhaupt nicht wie. Also wenn ich jetzt wirklich das übelste Budget hätte, würde ich das sicherlich irgendwie hinkriegen, weil es sicherlich professionelle weibliche Filmemacherinnen gibt, die tatsächlich auch das machen würden. Aber so hier zum Beispiel in Rostock, aus den Ressourcen, die ich hier so habe, das ist ziemlich schwer. Und dann ist halt wieder die Frage, wenn 20 Männer sich zusammensetzen und sagen, wir drehen jetzt einen Film über eine weibliche Superheldin, wie weiblich ist die Perspektive dann? So, wenn da nicht mal eine Frau bei ist, die sagt, übrigens, so ist das. Also ich würde im Gegenteil gerne andere Leute ermutigen, auch Filme aus der jeweils anderen Perspektive zu machen, weil genau wie du es gerade gesagt hast, wenn du in den Raum reinkommst, bist du zuerst Frau bei den Fußballleuten und dann bist du Mensch. Aber meistens sehen uns ja Filme über Menschen an. Und in den meisten Fällen, wenn du dir das schwule Paar anguckst, oder du einen Film machen würdest, dann sind es ja einfach zwei Menschen. Und diese zwei Menschen haben eine Liebesgeschichte. Und dass die auch noch Menschen sind, das kommt halt auch noch mit dazu, aber vor allem sind es ja Menschen und ganz viele Filmfiguren könnte man einfach die Geschlechter tauschen und ich würde gerne wirklich alle ermutigen, dass immer, wenn man selber Filme schreibt, immer zu überlegen, könnte man es nicht auch, warum schreibe ich immer erstmal eine Frauenfigur, könnte es nicht auch ein Mann sein? Genau, andersrum eben auch, dass man halt, weil die meisten Menschen definieren sich über ihr Ziel oder über das, was sie wollen, also zumindest im Film und nicht unbedingt darüber, dass sie jetzt eine Frau sind. Also wenn ich durch die Gegend gehe, dann denke ich nicht die ganze Zeit darüber nach, dass ich eine Frau bin, sondern ich denke darüber nach, was ich das nächste machen möchte. Ich würde gerne noch was zu dieser Bad Banks Sache dazu sagen. Ja, ähm,
weil du ja meintest, man sieht an ihren Arsch und das alles. Und in diesem Fall hätte sie ja auch selber aufstehen können und auch sagen können. Und das ist aber der Fehler, weil ich glaube schon, also ich glaube, wir haben mehr Geschlechter als nur zwei. Und ich glaube auch nicht, dass es unser Genital sagt, dass wir Geschlecht haben. Und vice versa. Dennoch ist es etwas anderes, wenn man eine Frau ist und vor allem vor der Kamera steht. Und bei sehr, sehr vielen Frauen, die auch sehr erfolgreich sind, auch in Deutschland, es gibt da zwei Arten davon. Also es gibt einmal die Stockholm-Syndrom-Frauen, die irgendwie gecheckt haben, okay, da muss ich mal kurz flirten, da muss ich mal kurz blasen. Und die krabbeln sich da so durch, so ein bisschen à la Veronika Ferris-Teil. Und dann gibt es dann noch die süßen, kleinen, süßen, netten Mädchen, die immer süß und nett sind und die dann auch immer so ganz süß und nett spielen. Und also wenn man aber als Frau aufsteht und bestimmte Sachen sagt und auf bestimmte Sachen aufmerksam macht, dann gilt man dann sehr schnell als arrogant, selbstgerecht und was noch ein anderes A, hysterisch und das alles. Und ich glaube, es gilt ganz genau, diese Frauen eher zu fördern. Auch weil Frauen an sich, wenn wir uns die Geschichte angucken, wenn wir uns auch das Kino angucken, auch das Hollywood-Kino der 60er Jahre ist ja letzten Endes, eine Nachmache des Leni Riefenstahl-Kinos auch und aus was für Frauenrollen da drin waren. Wir sind so bedeppert durch die ganze Werbung, die wir sehen, natürlich im Fernsehen oder draußen, wenn man nur Frauenkörperteile sieht oder dieser Joghurt hat nur 0,1% Fett. Wir sind vollkommen bedeppert. So. Und das gilt es aufzubrechen, es gilt auch seinen Mund aufzumachen, auch für die Frauen, die vor der Kamera stehen. Die müssen auch selber ihren Mund aufmachen, weil der Feminismus, das liegt ja nicht nur, dass wir da sind, wo wir heute sind, liegt ja nicht nur daran, dass wir irgendwie von den Männern gedeckelt wurden, sondern es liegt auch daran, dass sich Frauen nicht gegenseitig unterstützt haben und dass Frauen auch irgendwie gerne bestimmte Rollen übernommen haben im Alltag. Glaube ich, das ist noch. Und was sagst du denn dazu, wenn Lena sagt, es ist schwer, ein Team so zusammenzustellen, wie ich mir das wünsche, aufgrund irgendwie in Rostock und die Szene und so? Was wäre so dein Tipp, das System irgendwie aufzubrechen? Vielleicht ist es ja auch am Ende gar nicht, weißt du, wenn man die Gegebenheiten hat, die muss man sich nehmen. Das Wichtige ist doch, mit was für einem Bewusstsein man an bestimmte Sachen rangeht. Das ist, glaube ich, wichtig. Was für ein, vielleicht, also nicht. Nicht alle Frauen sind ja auch mündig und nicht alle Männer sind nicht mündig. Nicht alle Frauen sind Feministinnen. Nicht alle Männer sind keine Feministinnen. So, und ich glaube, es gilt eher, so ein Bewusstsein zu haben für Machtstrukturen und auch ein Bewusstsein dafür zu haben, was will man denn eigentlich erschaffen oder wie stellt man sich die Zukunft vor und was kann man hier und jetzt verändern. Und es ist dann scheißegal, ob jemand ein Schwanzträger ist oder eine Muschiträgerin. Also ich finde zum Beispiel auch, nicht, dass das so rübergekommen ist, ich würde nicht auf Kram versuchen, jemanden deshalb zu nehmen, weil er eine Frau ist. Ich würde natürlich immer versuchen, weil ich ja ein gutes Endprodukt haben möchte, zu gucken, wer passt jetzt in dieses Team rein. Und zwar sowohl von der Kompetenz her, als auch von der Denkweise und von der Art, wie er oder sie arbeitet. Es war einfach nur so diese Überlegung, vor allen Dingen so, wie ich gesehen habe, wie das im letzten Filmprojekt mal schaffe ich. Das. Also ist das irgendwie zu schaffen, ein Team nur aus Frauen, und zwar auch im Ton, auch beim Licht, auch hinter der Kamera, also geht das? Und natürlich geht es so, aber es hängt von den Mitteln ab und von den Leuten, die man kennt. Und es ist echt, echt nicht so einfach. Und gute Filme. Ja. Es ist halt, ich weiß nicht, ich finde natürlich, ist es im Endeffekt auch total unwichtig. Es kann auch ein super geiles, nur männliches Team sein, die auch alle total aufgeschlossen sind. Ich habe so viele männliche Freunde, die definitiv feministischer sind, sogar auch als ich. Und es ist super angenehm, mit den Filmen zu machen. Es ist nur einfach so, ich habe manchmal das Gefühl, es ist eher so das Prinzip. Also wie oft gibt es denn Teams, die fast ausschließlich aus Männern bestehen? Wieso versuchen wir es denn nicht manchmal ein Team so einfach aus Prinzip? Ein Team nur aus Frauen besteht, das war da bin ich jetzt von irgendwelcher Perspektive oder wie auch immer, sondern einfach mal so dieses, so, ja, es ist halt so schade, dass das. Das passiert halt nicht von allein. Wie denn? Ja.
Mirko, wieder zurück in die ländliche Perspektive, keine Ahnung, aber die studentische Perspektive vielleicht. Wenn wir jetzt hier jede Menge Kritik am System und an Strukturen hören, sind das so Sachen, macht ihr euch auch darüber Gedanken? Wird das auch im Studium irgendwie bei euch diskutiert? Oder ist es dann doch eher so eine Sache, wie Lena sagt, die man dann halt irgendwie erst in der Filmproduktion irgendwie aktiv angehen muss oder so? Gibt es da, also unterstützen euch irgendwie die Strukturen in solche Überlegungen? Gibt es überhaupt solche Überlegungen? Also an der Bauuniversität gibt es einen Frauenförderfonds, der ist sowohl für weibliche Filmemacherinnen als auch, wenn man selbst als, egal welchem Geschlecht man angehört, einen Film macht, der irgendwie eine Gender-Thematik hat. Und das finde ich, den letzteren Teil finde ich auch ganz gut. Ich finde es halt ein bisschen seltsam. Ich meine, wenn es diesen Frauenförderfonds gibt für weibliche Filmemacherinnen, wäre es ja so, als würde sich die Bauhaus-Universität damit eingestehen, dass eine Benachteiligung von Frauen stattfindet. Finden würde an der Bauhaus-Universität. Und da müsste man sich fragen, wo ist die zu finden und wie kann man die vielleicht beheben? Und wenn es die gibt, dann hilft bestimmt auch, ich glaube, es sind so 400, 500 Euro vom Frauenförderfonds, reißt das dann auch nicht heraus. Ich finde, da müsste man eher auf die Suche gehen und gucken, was genau ist das, was da Probleme verursacht. Und ich fände es auch blöd, wenn man dann sagt, ich mache jetzt noch 12 weitere Schubladen auf, hier ist der Männerförderfonds, hier ist der Queerförderfonds, hier ist der bla bla bla. Ich finde, wenn jemand eine gute Idee hat, dann kann man die ruhig fördern, egal woher er kommt. Und wenn das Thema, das er bespricht, wertvoll ist, dann kann man das ebenfalls fördern, wenn das einen Wert hat. Aber sonst ist das an der Universität eigentlich gar kein Thema. Und ich muss sagen, jetzt wo du das vorhin erwähntest mit dem männlichen, weiblichen Team, ich habe wirklich noch nie drüber nachgedacht, wie ich die Leute für meine Filme, also die Crews zusammensammle. Und ja, es hat auch gerade in der es war tatsächlich irgendwie 50-50, aber es hätte auch durchaus sein können, dass vielleicht am Ende nur Männer oder nur Frauen dabei. Also ich glaube, für die Bauhaus-Uni kann ich ganz okay sagen, wir haben sonst auch noch ein paar Frauen aus der Bauhaus-Uni im Publikum, die können vielleicht sich auch noch mal zu äußern, dass das bei uns eigentlich einfach nicht so ein Thema ist. Na, ich finde auch, also im Endeffekt hast du es auch schon gesagt, aber also wenn sich dort der Leute treffen, unabhängig davon, ob sie jetzt Mann oder Frau sind, um ein Thema zu bearbeiten, indem es darum geht, ob es egal ist, ob man Mann oder Frau ist, ist es auch okay. Und also du hast ja jetzt selber auch gesagt, dass es dir jetzt mehr um das Prinzip einmal geht, jetzt in dem Beispiel, und nicht darum, dass jetzt Pflicht Frauenteam ist oder so. Und also so ist es bei uns zumindest auch eigentlich. Aber das ist muss auch sein, bei uns ist das ein sehr kleiner Kosmos. Und was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, das ist natürlich eine sehr große Betrachtung, die uns da irgendwie sehr wenig tangiert. Und ich jetzt auch, was weiß ich jetzt sagen würde, in meinem Umfeld, auch in meinem medialen Umfeld, ist das einfach bei uns kein Thema. Und das ist natürlich in der professionellen Branche oder wenn man in den Mainstream kommt, klar, kann das ein Thema sein. Ja. Sorry, wolltest du noch? Ja, ich wollte euch fragen, wie ist denn in eurem Jahrgang und in anderen Jahrgängen in der Verteilung, in der Geschlechterverteilung jeweils ist? Ist es gleich oder wie viel gleiche? Also es ist auf jeden Fall nicht, dass man gerade eindeutig sagen könnte. Ich hätte so gesagt, es stimmt vermutlich nicht, aber ich hätte gesagt, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Echt? Ja, also man merkt schon. Gut, vielleicht sind wir da die falschen. Ich frage nochmal ins Publikum vielleicht. Aber vielleicht zur Verteidigung, ich könnte nicht mal sagen, wie viele wir studieren. Also vielleicht muss man das auch ändern. Ja. Scheint ja intensiv zuzugehen bei euch. Allerdings. Auf jeden Fall. Ich habe sowas gehört, dass zum Beispiel auch eine sozusagen ausgewogen, weil ich gerade das Wort benutze, dass es eigentlich immer ausgewogen ist, dass eine ausgewogene Gruppe von Komparsen im Film, ich glaube, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube, bei 70% Männer sind und 30 Frauen, dann denkt man, es wäre ausgewogen als Zuschauer. Wenn man es so gewöhnt ist, dass man Männer sieht im Film und nicht Frauen. Und wenn man 50-50 hat, dann denkt man, oh, es sind aber viele Frauen. Aber sind ja die Frauen 50% weniger. Also das meine ich nur, und deswegen wollte ich wissen, wie viele ihr tatsächlich eigentlich seid. Also wie die Verhältnisse sind. Ich glaube, das Problem ist halt, ich habe da auch schon viel drüber nachgelegt. Vor allem habe ich mich da mit einer Freundin unterhalten, die an der HFF studiert in Potsdam.
Und sie jetzt zum Beispiel gesagt hat, das hängt natürlich auch total vom Studiengang ab, dass zum Beispiel bei Kamera ist es relativ ausgeglichen, bei Drehbuch ist es auch ausgeglichen, soweit ich das weiß, wird auch ein bisschen darauf geachtet. Dann ist aber auch wieder die Frage, ist denn sollte eine Kunsthochschule wirklich sagen, ich möchte jetzt, obwohl ich einen Mann habe, der besser wäre, aber lieber die Frau nehmen, obwohl sie nicht so gut ist oder nicht so gut zu uns passt, nur damit ich noch eine Frau mehr habe, das ist ja auch totaler Bullshit. Aber dann merkt man ja auch, dass das Problem definitiv nicht, ich klammer jetzt mal nur dazu ein, an den Hochschulen liegt, sondern einfach auch, es ist halt super tief in der Gesellschaft verankert. Und das ist da, wo man ansetzen muss, weil ich kann ja kein Filmemacher oder beziehungsweise keine Filmemacherin schnitzen. Die müssen ja irgendwo sein und da muss eine Fresse sein, aber da ist die Frage, wie werden wir großgezogen und wird uns als Frau, als Kind gesagt, hey, das ist übrigens auch ein Beruf, den wir machen können. So. Wenn wir keine Vorbilder haben, dann merken wir natürlich auch nicht, dass das, was wir machen können, das sind alles so unterbewusst, egal wie offen die Eltern sind, meine Eltern sind auch definitiv nicht blöd gewesen, was das angeht, aber es ist auch nicht so, dass sie mir aktiv versucht hätten, das zu sagen. Und ich glaube, je mehr man sich mit sowas auch beschäftigt, mit den Kindern, desto mehr kommt das irgendwann noch an. Und da ist halt einfach die Frage, das ist nun so ein langsamer, schleichender Prozess, der sich irgendwann einbauen muss, damit einfach auch mehr Angebot da ist von Leuten, die es machen wollen. Die Hochschulen können ja auch nicht gehen an eine Tür kommen und sagen, hey, hier ist eine Frau, willst du vielleicht Kamera studieren oder so. Das muss natürlich auch einfach Leute geben, die es machen. Also es ist ja auch wichtig, dass die Ursache, jetzt vorhin das Beispiel mit der Männerredaktion beim Fußball da, dass die zuerst denken, ohne Frau, ist ja auch super nachvollziehbar, weil eben da immer nur Männer sitzen. Und na klar ist das Problem natürlich, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass eben die Männer da sitzen. Und also es ist ja jetzt nicht sozusagen der Aufschrei, warum fällt das denen jetzt auf? Also es liegt ja in der Zusammensetzung nicht daran, dass sie das jetzt so wählen. Aber es geht ja alles so wie danach, dass halt die Probleme auch schon in der Struktur liegen. Also wenn da eine komplette Männerreaktion ist, wird die vielleicht eher auf die Idee kommen, weitere Männer in die Reaktion zu holen. Ja, natürlich. So viele Männer in irgendwelchen Universitätsdozentenstellen sitzen, kann das ja auch sein, dass es vielleicht eher Männer auch in die Uni zieht, als jetzt irgendwie Frauen in gewissen Bereichen. Oder? Ein Mann kann ja auch nicht dafür, dass ein Mann ist. Also es ist halt ein Schwachsinn, wenn das dazu sagen. Es ist ja auch nicht so, dass ich finde es zum Beispiel schlimm, wenn Feministinnen anfangen, Männer anzufangen, nur weil sie Männer sind, weil das totaler Bullshit, weil da kann niemand was dafür und letztendlich haben auch Männer genau die gleichen Probleme mit ihrer Art von die Männlichkeit, die quasi in der Gesellschaft als Männlichkeit angesehen wird und wie man sich wohl durchsetzen muss und so. Das ist genauso schlimm wie das Frauenbild, was in der Gesellschaft existiert. Aber es ist halt immer die Frage, wie damit umgegangen wird. Also wenn ich habe kein Problem mit einer Redaktion von 10 Männern zu sitzen und mit denen ich zu unterhalten. Aber wenn von diesen 10 Männern 5 permanente Sprüche darüber machen, dass ich weiblich bin, darauf habe ich halt keinen Bock. So, wenn niemand von diesen Leuten sagen könnte, irgendwie darauf ansprechen würde, sondern wenn wir einfach zusammenarbeiten würden, würde ich denken, okay, ist schon irgendwie wild, dass es hier nicht mehr Frauen gibt, ist schade, aber dann ist es halt eine Zusammenarbeit. Das ist halt eine Kacke, wenn es einfach permanent thematisiert wird. Und der explodiert gleich. No. Es ist ein Unterschied, wenn man ein weißer heterosexueller Mann ist, und es ist ein absolutes Luxusgut, wenn man dann da sitzt und dann auch sagt, oh, ich habe eigentlich auch keine Ahnung, wie viele Frauen und so, weil jetzt ist ganz genau an der Zeit, dass sie eine Ahnung hat und dass sie auch eine Sensibilität dafür bekommt. Ich wünschte, ich war noch nie in dieser Position, dass ich irgendwo sitzen konnte und mir sagen wollte, oh, das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, dass jetzt so viele Ausländerinnen auf einmal in der Regierung sitzen und irgendwie so Gesetze verabschieden, die total gegen weiße Heteromänner sind. Ach, guck mal, von 2010 bis 2015 gingen 13% der staatlichen Filmförderungen an weiße Heteromänner. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Es ist ein Luxus, da zu sitzen als weißer Heteromann und bestimmte Zahlen nicht im Kopf zu haben. Vor allem im Jahr 2019. Und das muss aufhören. Ja, aber ich finde das schwierig, weil man kann als Gegenfrage auch sagen, wenn du reinkommst, denkst du ja auch, jetzt nochmal das Beispiel, dann denkst du ja auch, oh, hier sitzen nur Männer, so als Beispiel. Ja? Also, nö. Ne? Hier? Nö. Nein, ich meine jetzt bei deinem Fußball-Redaktionsbeispiel. So, ich finde, es muss eigentlich unbedingt auch, also
Oder ich sehe den Punkt eigentlich nicht. Also warum muss mir das auffallen, wenn das jemand anspricht und so, dann kann ich nicht dazu. Ja, oder? Es geht um Privilegien. Du hast ganz andere Privilegien als ich. Du hast sie im Beruf anders, du hast sie in der Gesellschaft anders, in der Präsentation, zum Beispiel, wie viele, wie oft solche, so solche Menschen wie du im Film zum Beispiel Hauptfiguren spielen und was für Sachen zum Beispiel solche Menschen wie ich spielen, Putzfrau, Prostituierte, Geflüchtete. Klar, da kann ich jetzt als Filmemacher natürlich aktiv was machen, das stimmt schon, aber ich finde, also ich sehe mich nicht in der Verantwortung, all das sozusagen zu korrigieren, besonders wenn das viele Dinge sind, für die ich im Endeffekt oder wo ich sagen würde, dass ich gesellschaftlich nicht zu den Leuten gehöre, die das formen. Verstehst du? Doch, tust du. Wie meinst du das? Also, jeder, der irgendetwas erschafft, gehört zu der Gesellschaft. Vor allem, wenn er oder sie für die Gesellschaft etwas erschafft. Und wenn du dafür keine Sensibilität hast, dann haben wir echt ein Problem. Meinst du jetzt mich als Filmemacher oder meinst du mich als... Dich als Mensch, dich als Mann und auch dich als Filmemacher. Geht sich anders. Oh ja, okay. Aber das ist ja auch genau das Ding, was wir am Anfang so ein bisschen hatten. Also dieses Aktivismus im Film, die Frage ja, wofür, also was versucht man irgendwie zu ändern, was prangert man an, was ist der Groll? Es ist schwer, einen fremden Groll zu spüren und den filmisch umzuwandeln und dadurch aktivistisch tätig zu werden. Ist nicht die Lösung, viel eher dafür zu sorgen, dass die Grolle der anderen, die bisher nicht gehört wurden, filmisch, dass die Bühne bekommt, dass die Möglichkeit bekommt, ihren eigenen Roll, den sie selber spüren und wahrnehmen, explodieren zu lassen auf Bühne, auf Theater, im Film. Und da ist doch eben die große Frage und die große Schwierigkeit, da diese Veränderung irgendwie zu bewirken, oder? Also dafür zu sorgen, dass die Bühne für die anderen frei wird. Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Es gibt in Rassismusstrukturen, ist das immer so, wenn bestimmte Sachen aufkommen, wie zum Beispiel Feminismus, Rassismus, dann fordert man der, die das andere, beziehungsweise die man zu den anderen macht, sich zu positionieren und sozusagen die weißen, privilegierten Menschen aufzuklären. Also das halt mal den Groll dazu benutzen. Nee, vielleicht wollen wir gar keine Filme über diesen Groll machen, vielleicht wollen wir einfach ästhetisch geile Filme machen, vielleicht wollen wir auch Prinzessinnenfilme machen oder irgendetwas, das diesen Groll nicht damit reinbringen. Vielleicht wollen wir einfach nur Filme machen. So, dieser Groll, der ist einfach nur da, weil wir nicht wir kriegen den Raum nicht. Aber wir wollen nicht den Raum, um zu erklären und um unseren Groll irgendwie loszuwerden. Ja, vor allem, wenn man jetzt als Frau oder als Geflüchtete Filme macht und immer nur Filme darüber machen darf, dass man Geflüchtete ist oder dass man Frau ist, dann ist man ja überhaupt nicht angekommen bei den Filmemachern. Es ist ja immer noch, es gibt die weißen heterosexuellen Männer, die Filme machen, und es gibt die anderen, die machen dann aber nur über ihre Randgruppen Probleme. Aber also bei Frauen, das sind ja keine Randgruppen. Das ist ja immer der Witz, es wird immer so mit Randgruppen gleichgesetzt. Also es ist tatsächlich auch genau das Ding, möchte ich einen Film über ein Problem machen? Also zum Beispiel bringt es mir jetzt was, wenn ich mich hinsetze und sage, ich mache jetzt einen Film darüber, wie scheiße es den Frauen geht. Oder möchte ich nicht eigentlich viel lieber bewirken, dass einfach mehr Frauen in Filmen sind, sonst sind uns da auch coole Frauen, die echt sind und authentisch und coole Rollen haben und nicht nur putzen und sich prostituieren, was ja voll in Ordnung ist, weil aber trotzdem, also vielleicht ist einfach die Range ein bisschen größer wird, weshalb ich zum Beispiel grundsätzlich gar nicht so kritisch gegenüber Captain Marvel etc. stehe, ja, es ist viel zu spät da und so, aber ich persönlich bin der Überzeugung, was sich normalerweise Aktivisten wünschen, ist Normalität. Es geht gar nicht darum zu sagen, wir möchten jetzt unbedingt alle die ganze Zeit über unser Problem sprechen, weil dann wird das Problem auch nicht weggehen. Weil in diesem Kino, und das meine ich jetzt nicht in Captain Marvel, sondern in dem, was weiß ich, schwulen Pärchenfilm, was weiß ich, irgendwo in Klang erlebt, da sitzen dann halt vier Leute von zwei Schwarzen und zwei Schwulen und die denken, oh, cooler Film, aber die waren auch vorher schon nicht dagegen, so, sondern die gucken sich die wahrscheinlich an, weil sie eh schon daran interessiert sind. Aber was wir halt brauchen, sind Filme wie zum Beispiel, ja, wir brauchen Blockbuster und Til Schweiger Produktionen, in denen die Hauptfiguren halt nicht männliche, weiße, geschiedene Männer mit ihren Kindern sind, sondern halt auch einfach
was weiß ich, Transgender-Leute, wo es aber nicht darum geht, wir müssen jetzt den ganzen Film darüber reden, dass er Transgender ist, sondern er ist halt einfach Transgender und es ist auch allen egal. Und das sind Filme, die bewirken, dass das irgendwann sich normalisiert. Weil wenn wir mit Filmen aufwachsen, in denen es überhaupt gar kein Thema ist, dass da gerade jemand rumläuft, der Transgender ist oder schwarz, dann wird das Kind auch nicht nachfragen, hey Mama, warum ist der schwarz? Weil das ist dann einfach irgendwann normal. Und das ist das, was wir brauchen. Weshalb ich auch total für Filme wie Captain Marvel bin. Was da jetzt für einen riesen Wirbel drüber gemacht wird und oh toll, endlich ein weiblicher Superheld, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. So, und ich bin diesen Fan von Captain Marvel. Weil ich mir denke, irgendwann, ich möchte gerne mit meinen Kindern solche Filme gucken, mit meinen, was weiß ich, wenn ich noch nicht haben sollte. Und dann möchte ich aber auch mit den Filmen wie Captain Marvel gucken können, damit sie auch tatsächliche Vorbilder haben. Nicht denken, ich verkleide mich jetzt als Superman, was sie natürlich machen können, aber sondern dass die Auswahl da ist, dass auch Frauen da sind, an denen sie sich orientieren können. Und das finde ich schön. Also Stichwort Repräsentation. Auf jeden Fall. Aber ich finde ja, Captain Marvel ist ja ein Film, der das total ausstellt, dass es da um eine Frau geht. Also das ist ja eigentlich diese alte Diskussion, müssen wir vielleicht erstmal eine bestimmte Minderheit, was wir jetzt nicht sind, oder müssen wir eine schlecht repräsentierte Gruppe in der Gesellschaft erstmal krass fördern, um dann irgendwann die Normalität zu erreichen, oder gehen wir sofort mit einer Normalität heran? Wie ich vorhin schon über die 80er-Jahre Actionfilme sprach, finde ich, hatte man da schon eigentlich ein viel normaleres Level erreicht, um jetzt plötzlich etwas auszustellen, was längst wieder normal sein könnte. Und ich glaube, dass das immer weiter verfestigt, dass man sagt, der Frauenfilm, der Frauenfilm, der Frauenfilm. Deswegen möchte ich zu unserer Ehrenrettung auch nochmal sagen, dass ich es überhaupt nicht problematisch finde, zu sagen, ich habe nicht drüber nachgedacht, ob das Frauen oder Schwule oder Lesben oder Schwarze oder wer auch immer ist, der bei meinem Film mitgearbeitet hat. Ich habe gedacht, das ist ein guter Kameramann, das ist eine gute Tonfrau, kommt in mein Team. Ich bin mir bewusst, dass die Universität und gerade die Universität in Weimar nicht die Gesellschaft abbildet, dass wir in einem sehr geschützten Raum leben, was das angeht. Und dass wir deswegen vielleicht ein etwas verkehrtes Bild haben, aber ich finde das fast utopisch, wie wir damit arbeiten können. Und ich habe wirklich noch nie von einer Frau, bisschen aus der Diversity Promotion hier, gehört, dass sie in irgendeiner Form benachteiligt wurde oder es in irgendeiner Form schwerer hatte als ein Mann. Und ich muss sagen, das ist mein Idealbild, wie es irgendwann mal sein wird, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass ich mir wirklich einfach keine Gedanken drüber machen muss, mit wem ich da meinen Film mache. Wir haben langsam ein kleines Problem, denn uns geht die Zeit ein bisschen aus. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt erst so langsam so richtig warm geworden. Ich glaube, wir werden noch weiter diskutieren. Ich möchte auch sehr, sehr gerne mit den wunderbaren Menschen im Publikum noch weiter diskutieren. Aber wir müssen langsam den Hahn zudrehen und langsam die Kameras ausmachen und langsam die Mikrofone ausmachen. Aber es ist ja auch ganz nett, weil ohne kann man ja vielleicht noch intensiver diskutieren. Das werden wir dann gleich eben sagen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank erstmal fürs Hier sein, fürs Mitdiskutieren und Udo hat wie immer das letzte Wort an dieser Stelle. Ja, get active pieces und wenn man mit Männern und Frauen auf einer Bühne sitzt, wo es active werden soll, dann dreht sich manchmal auch alles nur um Männer und Frauen. Aber es gibt ja möglicherweise noch ganz andere Sachen, die man darstellen kann. Letztendlich glaube ich, und das ist vielleicht das Schöne, der Ton macht die Musik. Und wenn man irgendwann durch eine Entdeckung in einem Film plötzlich Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat, ich glaube, dann ist es ein guter Film, der auch das hinweist, was vorher einfach nicht da war. Wer es euch gefallen hat, dann guckt um 23 Uhr rein beim letzten Clickbait hier auf den Fisch und wir machen jetzt um euch. 2015. Wir machen jetzt um euch weiter. Also, schön.